Hallöchen, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Thief. So, wir sind in einem geheimen Gang. Unter oder hinter dem Haus der Blüten. Wir wissen noch nicht, was es damit auf sich hat. Und jetzt hier einfach mal ein bisschen erkunden. Aber ich denke, glaube fast sehr stark, dass es sich hier um ein altes Verlies oder eine alte Bibliothek oder sowas von den Hütern handeln könnte. Das zumindest glaube ich anhand dieser Symbole in den Fenstern. Das Schloss ist ja denen ihr Symbol. Und diese Schlüssel da daneben. Also es könnte schon. Also ich finde, es ist schon sehr offensiv, aber vielleicht täusche ich mich jetzt auch einfach, weil ich die alten Teile zu gut kenne. Lauter tote Ratten, okay. Und da haben die Hüter ja eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Die Rede war von einem Buch, Orion, nicht von einer Bibliothek. Das müssen hunderte Bücher sein. Irgendwie kommt mir das hier alles auch ein bisschen bekannt vor. Neuen Fokuspunkt haben wir erhalten. Cool. Wofür waren die gleich nochmal? Ich kann mich nicht erinnern. Altes Goldstück. Da können wir wo hochklettern, da können wir wieder irgendwo spähen. Dieser Ort ist ein Labyrinth. Ich muss zum Zentralturm. Okay, dann will ich aber doch ganz gerne noch mal schnell zurück. Gut, dass man das kann. Was das auch ist, es sieht nicht menschlich aus. Ich weiß jetzt nicht, was er meint, aber so, speichern wir mal. Etwas Nichtmenschliches. Sollten wir besorgt sein?
2. Hier war die Treppe vorher. Also wären wir auch hier weitergekommen. Und einmal Mond. Den sparen wir uns mal noch ein bisschen. Oh. Ja, jetzt ist natürlich die große Frage, was war denn das für ein Viech? Eklig war es in jedem Fall. Und wir haben nur einen kleinen Holzknüppel, um dagegen zu kämpfen. Da kommt doch Freude auf. So, ich muss nochmal zurück, weil wir kommen jetzt natürlich so nicht weiter. Praktischerweise geht dann auch immer gleich die Fackel wieder aus. Eine sehr witzige Mechanik, dass man die Maus so drehen muss. Finde ich gut, dass das hier so ein bisschen so ein Treppenrätsel quasi ist, dass man ein bisschen auch nachdenken muss, wie man am besten weitermacht. Die Frage ist, ob ich da jetzt überhaupt rüberkomme. Aber es gibt immer einen Weg für den Meisterdieb, das wissen wir bereits. Oh. Das ist jetzt ein bisschen kritisch. Dieses Hindernis hatte ich jetzt nicht bedacht. Das habe ich auch vorher gar nicht gesehen. Gut, dass diese alten Mechanismen ohne Probleme funktionieren. Ist noch so eine Treppe.
Frage ist, wenn das die 2 ist und das hier drüben ist die 3. Die Treppe ist egal, wie ich stelle, da komme ich immer ans Ziel. Die erste Treppe, die glaube ich, die nochmal zu verstellen, das bringt gar nichts. Zumindest wenn ich sie verstelle, kann ich nichts mehr damit anfangen, weil ich komme nicht mehr rüber. Aber es muss doch einen Sinn haben, dass man die... so stellen kann, wie man sie hier stellen kann. Weil auch nur so brennt die Fackel hier und das hat doch sicher auch irgendwas zu bedeuten. Kann man hier Salbfalle nur in die... Ich speichere mal. Ich kann nicht speichern. Ja doch. Man kann also Salbfalle nur nur in die dafür vorgesehenen Stellen hier schießen. Also es geht nicht mehr einfach überall. Das ist schon mal sehr, sehr schade. Das limitiert natürlich wieder die Möglichkeiten, die wir haben. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Ihr habt es wahrscheinlich schon längst durchschaut, Freunde. Manchmal braucht man ein bisschen länger. Vor allem, wenn man ein alter Mann wie ich ist. Braucht man da ein paar Synapsenverbindungen mehr. Jetzt kann ich ja wieder so rein nach der Theorie hier zurück die Treppe nochmal drehen und dann müsste ich ja ganz entspannt eigentlich über der anderen Treppe landen und dann brennen auch wieder alle Fackeln. Ha. Es tut mir leid, dass es etwas länger gedauert hat, bis ich das gerafft habe, liebe Freunde, aber immerhin habe ich das. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen in Acht nehmen, weil ihr habt ja gesehen, dass hier irgendeine Kreatur abgehauen ist. Als wäre da das Licht
angemacht haben. Ich denke mal stark, dass die hier noch zugegen sein wird irgendwo und uns gegebenenfalls auch auflauern wird. Ja, klasse. Mehr Bücher. So, R. Das Zuhauen. So. Ich vermute, wegen diesem Buch bin ich hier. Jetzt muss ich es nur noch losmachen. Ach, schon in die falsche Richtung gedreht. Woher weiß ich jetzt eigentlich die Symbole wieder? Ist das die, die ich vorher... Ach, Quatsch. ...gesehen habe, oder... Jetzt wissen wir, was hier mal so leuchtet. Jetzt kommt doch sicher gleich dieses Vieh. Cornelius, die Schlüssel. Ich hab das Buch. An diese Nacht werde ich wohl noch lange denken. So, wo uns jetzt unser kleiner Gollum-Freund hier Schwierigkeiten machen wird. Wie raus hier. Gut, dass das nicht laut war. Aha. Da vorne ist doch irgendwas. Ist das eine Statue oder? Wachmann. Aber was macht ein Wachmann hier? Ich dachte, das sind vergessene Ruinen und der kann hier einfach durch so ein kaputtes Fenster durchschauen. Sehr seltsam. Naja, liebe Freunde, aber wir entfliehen diesem finsteren Ort. Allerdings erst beim nächsten Mal. Denn mit diesem Part sind wir leider am Ende und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein zu Let's Play Thief. Ich freue mich auf euch. Ciao, macht's gut, Leute.